Anthony Orde in Hindernis Nummer 1 eben gerade mit 60,42 Sekunden die zweitschnellste Runde. Und jetzt haben wir Christoph Sandmann bereits hier am Rolex-Komplex im Hindernis Nummer 5. Die Bestzeit hier immer noch gehalten von Georg von Stein mit 60,63 Sekunden. Jetzt geht's rund auf die Reise zum D. Ein bisschen von hinten. Dann gleich wieder wickeln. Links rum. Das E. Und im Ziel Christoph Sandmann, Hindernis Nummer 5, 69,90 Sekunden, siebtschnellste Runde, leider auch bei ihm ein Ball gefallen, also auch da nachher zwei Punkte obendrauf. Michi Brauchlin, der ist gut unterwegs in Hindernis Nummer 2, vorhin 67,97 Sekunden, zweitschnellste Runde. Und hier haben wir ihn jetzt im dritten Hindernis, Michael Brauchle, Deutschland. Also das erste Mannschaftsergebnis von Georg von Stein schon mal ordentlich, führt hier den Wettbewerb weiterhin an. Und jetzt ist es an Michael Brauchle, ein weiteres gutes Ergebnis fürs deutsche Team einzufahren. Die Bestzeit in Hindernis Nummer 3 gefahren, immer noch von Daniel Napruz mit 60,06 Sekunden. Jetzt Michael Brauchle auf dem Weg ins Ziel und hier notieren wir 65,33 Sekunden, fünftschnellste Runde. Ja, und auf den Fähren, und das ist ganz bezeichnend, ist ihm ein Belgier, Dries de Griek, Zweiter im Marathon, Zweiter in der Kombi bisher. Christoph Sandmann auf dem Anflug auf Hindernis Nummer 6. Die Bestzeit in Hindernis Nummer 6. Gefahren von Georg von Stein in 67,20 Sekunden. Da sehen Sie hinten der Beifahrer Rob Olders. Richtig in Action hier die Kutsche rumzuheben. Auf dem Weg zum Tor F. Christoph Sandmann noch einmal links das F wickeln und dann heißt es raus aus dem Hindernis Nummer 7. 6, Entschuldigung. Nummer 6. Hier notieren wir für Christoph Sandmann 74,27 Sekunden. Viertschnellste Runde für ihn hier. Bestzeit dort 45,78. Punkten auch nicht viel schlechter. Das werden sie verkraften können. Aber jetzt kommt es natürlich auch darauf an. Eisbrand Chadong jetzt quasi gezwungen, ein gutes Ergebnis nach Hause zu bringen und vor allen Dingen überhaupt ein Ergebnis nach Hause zu bringen für den Nationenpreis für die niederländische Equipe.
Oosteronde natürlich mit einem super Ergebnis, aber sie brauchen auch ein zweites zählbares Ergebnis. Hier sehen wir noch einmal Anna Sandmann in Hindernis Nummer 1. Georg von Stein aus Deutschland jetzt hier. Hindernis Nummer 1 und Georg von Stein, Mitglied der Mannschaft hier in Aachen, gemeinsam mit Michael Brauchle und Mareike Harm versuchen sie hier im Nationenpreis was für sich zu reißen. Gut unterwegs hier der Georg. Auch er mit der F, rechts rum raus, Georg von Stein. Die Bestzeit liegt hier im Hindernis bei 55,64 Sekunden. 55,96, zweitschnellste Zeit hier für Georg von Stein. Also guter Einstieg in den Aachener Marathon. Guter Einstand, Georg von Stein, gleich die zweitschnellste Runde am ersten Hindernis. Aus deutscher Sicht natürlich jetzt wichtig, dass der Georg von Stein hier schon mal ein richtig... Jetzt sind wir an Hindernis Nummer 1 bei Mareike Harm, die bestplatzierte Deutsche in der Dressur am Donnerstag. Toller 8. Platz gestern im Jagd um Punkte. Auch starker 7. Rang für sie. Die Bestzeit hier von Oosteronde 51,69 Sekunden. Mareike haben jetzt hier im Tor E noch einmal durchs Wasser, rechts um das F einmal wickeln und ins Ziel. Mareike haben Deutschland. Sie benötigt hier 59,30 Sekunden, das bedeutet... Der Samstag stand ganz im Zeichen des Marathons draußen in der Aachener Sörs. Deutschland ganz stark erfolgreich, 3 im Geld, wie man so schön sagt. Dein Eindruck? Ja, der Marathon war sehr anspruchsvoll und unsere Damenmannschaft hat sich heute besonders gut präsentiert hier in Aachen. Wir waren wirklich sehr überrascht, weil der Marathon ja auch sehr technisch war und die haben das wirklich bestens gelöst. Jetzt steht ja in diesem Jahr das Championat, die Europameisterschaft Mitte August in Donaueschingen an. Jetzt hast du schon gesagt, die Frauen ganz stark. Anna Sandmann, Einzelfahrerin hier in Aachen, heute auf Rang 6 im Marathon. Beste Deutsche jetzt auch im Gesamtklassement. Wie sieht es da aus in Sachen Mannschaft? Ja, muss man sich wirklich überlegen. Mit unserem Equipe-Chef Fritz Otto Erlei haben wir schon diskutiert, ob wir tatsächlich mal 2 Damen in die deutsche Mannschaft nehmen. Das wäre schon nach dem momentanen Ergebnisstand sowieso der richtige Weg, aber das wäre auf der anderen Seite natürlich auch eine kleine Sensation. Ich glaube, das hat es so noch nie gegeben. In der Dressur, nach der Dressur wart ihr auf Rang 4 mit der Mannschaft, jetzt nach den starken Auftritten im Marathon vorgekämpft auf einen 3. Rang. Auf Rang 2 liegend die Franzosen, vor den eigentlich kann man schon sagen gewohnten Niederländern in Führung liegend. Jetzt sind die Franzosen eine starke Nation im Hindernisfahren. Rechnet ihr euch da noch Chancen auf Silber aus? Ja, wir werden es versuchen. Wie gesagt, Franzosen sind tatsächlich eigentlich fast eine Bank im Hindernisfahren. Aber wir werden alles daran geben, dass wir uns noch einen Platz nach vorne kämpfen können. Es war etwas überraschend, dass Frankreich heute so stark war im Marathon. Mit denen hatten wir eigentlich nicht gerechnet. Michi Brauchle hatte ein kleines Problem in Hindernis Nummer 6. Und das hat eigentlich dazu geführt, dass uns die Punkte jetzt fehlen, eben zum 2. Platz im Zwischenstand.
Ich habe es eben schon erwähnt, die Europameisterschaften in Donaueschingen dieses Jahr Mitte August. 9 Tickets gibt es da zu lösen aus deutscher Sicht. Ich denke, die 5 von hier sind eigentlich schon relativ fest im Sattel. Wie sieht es mit dem Rest aus? Ja, die 5 von hier sind natürlich fest dabei. Auch fest dabei ist Sebastian Hess. Der hat bisher eine sehr gute Saison gehabt. Er war wirklich auch knapp dabei, hier mitzukommen. Und die weiteren Plätze, also 6 bis 9, werden dann am kommenden Wochenende in Rastede vergeben. Dort gehen die weiteren Fahrer nochmal an den Start, um eben sich auf den Platz 6 bis 9 zu konzentrieren. Und wir haben 10, die in Frage kommen, also einer fällt leider raus. Okay, dann wünschen wir weiterhin viel Erfolg, hoffen natürlich, dass das mit Silber klappt. Auch diese Prüfung morgen wieder live zu sehen bei Klipmeyer Horse TV. Viel Erfolg und Dankeschön. Ja, auch herzlichen Dank von meiner Seite.